Weltcup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüle bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Ihr Lieben, gleich geht's los mit der Pressekonferenz. Gegen den FSV Mainz 05 spielt der OFC im Bruchwegstadion. Sei dabei, gleich hier ab 13 Uhr. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Ich habe nur in Anfang gespielt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Was war, ist vergessen, geht wieder bei Null los und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Und der nächste, let's bring. Hopp. 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 Vor dem Abgrund. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay,
bleiben. Okay. Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Der UFC gastiert im Bruchwegstadion. Das ist ja immer eine schöne Sache beim FSV Mainz 05-2. Letztes Jahr gab es dort ein Unentschieden und ich habe gute Nachrichten. Bis zu 1500 UFC-Fans können mit dabei sein in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Der FSV Mainz 05 stellt dem UFC den kompletten Gästebereich, also die Blöcke K und L mit Steh- und Sitzplätzen zur Verfügung auf der Gegengerade. Es gilt Genesene und Geimpfte, also 2G-Regel, sowie Kinder bis einschließlich 11 Jahren können ab 12.30 Uhr an der Tageskasse und zwar ausschließlich gegen Bargeld ein entsprechendes Ticket erwerben. Vorverkauf wird es nicht geben, also man muss sich tatsächlich dort ein bisschen in die Schlange stellen. Aber wie gesagt, ab 12.30 Uhr haben wir jetzt nochmal mit Mainz 05 gesprochen. Also haben sie eine halbe Stunde früher aufgemacht, kann man dort schon vor der Kasse stehen. Ja, und die Partie wird kostenfrei im Kickers TV übertragen über den YouTube-Kanal. Also die, die nicht in Mainz dabei sein können, können das Ganze kostenfrei live im Kickers TV sehen. Jetzt freuen wir uns, dass wir den Trainer da haben, Sreto Ristić, hallo. Und Muni Chana, ich glaube zum allerersten Mal, ne? Das ist richtig. Ist das richtig? Komm ein bisschen ran. Du bist ja jetzt schon eine ganze Weile hier. Wie ist denn so deine Zeit in Offenbach gewesen bis jetzt? Also bis jetzt sehr gut. Ich freue mich hier zu sein und ist jetzt alles eigentlich top gelaufen. Ja, und du hast ja jetzt zuletzt auch richtig Einsatzzeit gehabt, warst also im Kader sowieso dabei, hast auch gespielt. Wie bist du zufrieden? Ja, also genau wie du es schon sagst, hatte Einsatzzeit. Ich denke, wenn man die beiden Spiele anguckt, so dass wir sie auch irgendwo erfolgreich gestaltet haben und dass ich meine Sache, denke ich mal, ganz gut gemacht habe. Spielst du lieber zu Hause oder lieber auswärts? Lieber zu Hause. Aber, das kann ich dir sagen, jetzt werden wir zwar auswärts spielen und es wird trotzdem ein Heimspiel werden. Stimmungsgewaltig, du hast eben gehört, viele UFC-Fans fahren mit. Wie ist so der erste Kontakt zu den Fans gewesen bis hierhin? Ja, sehr positiv. Vor allem nach letzter Saison, wo man quasi jedes Spiel ein Geisterspiel war. Und das macht schon richtig Spaß, vor den Fans zu spielen. Und gegen Mainz 05 wollt ihr natürlich punkten, oder? Ja, selbstverständlich. Na, fragen wir mal den Trainer. Die sind ja super gestartet. Zuletzt hat es einen auf den Deckel gegeben. Ist das gut oder schlecht für uns? Ich glaube, die wollen sich rehabilitieren, ne? Ja gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist für uns. Aber wir müssen auf uns schauen. Es ist Fakt ist, dass es eine gute Mannschaft ist. Die hat Tabellenplatz 4, haben einen Punkt mehr wie wir. Wir sind Fünfter, ist auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe. Aber wie ich schon jetzt gehört habe, wir werden, glaube ich, richtig gut unterstützt durch unsere Fans und da wollen wir nach dem Spiel vor den Mainzer stehen. Ja, und da spielt unter anderem unser Ex-Spieler Modica auch mit und überhaupt haben die eine sehr kernige Truppe. Ja, sehr, sehr gute Mannschaft, super gut strukturiert, gute Defensive, erfahrene Leute, auch nach vorne sehr torgefällig. Die haben schon, glaube ich, 15 Tore geschossen. Das ist schon eine Menge, oder 14 geschossen, 15 bekommen, weiß jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist es schon eine Menge. Und junge Leute, wie halt so üblich ist bei den zweiten Mannschaften des Bundesligisten, sehr talentiert, frech, sehr gut ausgebildet. Aber wir haben auch eine gute Mannschaft und sind bereit. Also wir haben Respekt, aber keine Angst. Absolut. Na, das ist doch was. Gut, Ihre Fragen bitte. Eine Frage ans Sreto Ristić. Jetzt ist man ja bekannt, dass du nicht gerne Systeme wechselst. Jetzt fällt ja Mike Vetter auch aus. Jetzt muss man vielleicht da wieder umstellen. Hast du da schon einen Plan? Ja.
Ich arbeite noch am Plan, aber wir haben auf jeden Fall einen Plan, dass wir vorlegen werden und werden die Jungs auf jeden Fall nicht einfach so zum Spiel schicken, sondern tatsächlich mit einer Aufgabe, die es zu bewältigen gilt, und dann denke ich auch erfolgreich. Jörg Moll, Offenbach Post. Ja, dann frage ich mal den Reto. Der Moody sitzt heute hier, hat gesagt, er hat in seinen beiden ersten Einsätzen, die er hatte, ich zitiere mal, eine ordentliche Leistung gebracht. Ja, erstmal deine Einschätzung zu ihm und dann auch vielleicht, wo könnte eine mögliche Rolle liegen, auch in einer Startelf für Moody Chana, weil die Innenverteidigung, weiß ich nicht, musst du sagen, wie es Malte Karpstein geht, dann wäre das ja auch eine Option, dort aufzulaufen. Ja, erstmal zu Moody, wir sind froh, dass er da ist. Moody hat jetzt insgesamt nicht viel gespielt, aber ist ein Spieler, der jederzeit spielen kann, natürlich von Beginn an, und das hat er auch gezeigt durch seine Einwechslung. Der ist ja in eine schwierige Phase zweimal eingewechselt worden, einmal in der Fünferkette spielen müssen und dann zuletzt auch links als Innenverteidiger, und das hat er sehr gut gemacht, und von da sind wir glücklich, dass er da ist, und jetzt fehlen uns auch ein Außenverteidiger, und ich glaube, dass der grundsätzlich alles defensiv spielen kann. Ich würde ihm sogar auf der sechster Position was zutrauen. Auf jeden Fall sind wir froh, dass er da ist, und der wird uns auf jeden Fall stärker machen, wenn er auf dem Platz ist. Also vielleicht nochmal die Nachfrage. Ist es durchaus auch möglich, eine Option, dass Moody Chana rechts hinten spielt? Das ist auf jeden Fall eine Option. Gleich mal die Anschlussfrage an, ich sage jetzt einfach du, bin ja Jörg. Ist das eine Position, die du häufiger gespielt hast? Hoffenheim, Lübeck, müsste ich jetzt passen, ich wüsste es nicht auswendig. Ja, gar kein Problem. In Lübeck habe ich das ausschließlich gespielt, in Einsätzen. Ja, und so in der Jugend hin und wieder mal. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine Position, die ich auch bekleiden könnte. Okay. Du hast jetzt, Trainer hat es gesagt, du bist reingeworfen worden, hast unter anderem auf der linken Innenverteidigerposition gespielt, mit dem rechten Fuß. Erzähl doch mal, was passiert da, worauf muss man da besonders aufpassen? Das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich dann, ne? Ja, es kommt immer auf Spiel an, so ob man gepresst wird, ob man nicht gepresst wird. Ich glaube, wenn man nicht gepresst wird, dann ist es nicht so schwierig, weil man einfach Zeit hat. Und dann kann man auch mit dem rechten Fuß was machen. Wenn man dann hoch gepresst wird, dann ist es schon ein bisschen schwieriger, wenn man dann vielleicht auf einen schwachen Fuß gelenkt wird, aber ja. Dann nochmal das Reto, wie schaut es denn mit Malte Karpstein auch aus? Er war ja auch angeschlagen, ging vorzeitig raus. Wie ist da der Sachstand? Der Malte hat bis heute kein Mannschaftstraining gehabt. Er hat zwar gearbeitet, aber nicht mit der Mannschaft im Reha-Programm, und gestern dürfte er ein bisschen Fahrrad fahren, und schauen wir mal, heute glaube ich, dass er ein bisschen mit der Mannschaft machen kann, und wenn das die Verletzung zulässt, wird er mit Sicherheit das steigern und wird uns zur Verfügung stehen. Wenn nicht, dann gehen wir kein Risiko ein. Ja. Eine Frage zum, sagen wir mal so, das waren die letzten drei Spiele zu null. Die Basis steht sozusagen. Du hast immer mal gesagt, dass an der Offensive sozusagen noch ein bisschen gefeilt wird, zumindest an der Effizienz der Offensive. Wie ist da der Stand? Wie bist du zufrieden? Was kommt da jetzt in Mainz dann auch? Ist ein Gegner, der vielleicht auch mitspielt? Passt das dann sogar noch besser für euch? Das kann ich nicht sagen. Ich würde mich freuen, wenn wir die Anzahl der Chancen auch gegen Mainz bekommen, die wir hier zuletzt gegen Waldorf gekriegt haben. Das wäre super, aber das kann ich nicht sagen. Wir arbeiten daran, effizienter zu werden, und dann gehört es auch dazu, vielleicht mehr zu arbeiten, mehr Torchancen herauszuspielen, damit wir auch mehr Ertrag bekommen. Aber ich kann jetzt das so 1:1 nicht vergleichen. Eine Frage ans Rhetoristisch. Das hat man die letzten zwei Spiele jeweils einen Spielerausfall gehabt, dank Karten. Wie will man das jetzt in Mainz bestreiten? Weil es wird ja bestimmt nicht leichter in Mainz. Auch da habe ich vollstes Vertrauen in die Jungs. Ich muss ja das Verlangen, die Aggressivität muss da sein. Wir müssen Zweikämpfe führen, und
Aktuell war es ja so, dass es gegen uns ausgelegt worden ist. Ich habe das alles nicht so dramatisch gesehen. Es gibt solche Phasen, aber ich kann den Jungs nicht verbieten, Zweikämpfe zu führen. Absolut nicht. Es waren keine überharte Fouls, keine dumme Fouls. Mike hat es so aus seiner Sicht gesehen. Das ist okay, aber wenn ich es im Video jetzt ein paar Mal anschaue, wir unterbinden weder einen Konter oder irgendwas. Das war nicht überhart, das war gar nichts. Die Schiedsrichterin hatte auch die erste Handlung, war einfach nur faul zu pfeifen und irgendwann mal wurde sie umgestimmt, aus was für einem Grund auch immer. Das ist so. Wir müssen das akzeptieren, wir tun das auch, aber ich werde den Jungs nicht verbieten, Zweikämpfe zu führen. Nochmal eine Frage zum Personal. Ronny Markus stand ja im Kader. Wie ist sein Fitnesszustand sozusagen? Ist er wieder komplett bereit? Auch eine Option für die Startelf? Und dann dementsprechend ist man, hat man ja quasi ein, will ich sagen, aber ein Luxusproblem, aber ist zumindest eine amtliche Aufgabe, weil das Duo Tuma und Garcia hat es ja gut gemacht. Ja. Beim Ronny, es freut uns, dass er jetzt die ganze Woche mit der Mannschaft trainieren konnte, ohne Probleme. Darüber sind wir glücklich, aber was jetzt die Aufstellung anbelangt, das werden jetzt noch die nächsten zwei Tage sehen. Und wir sind froh über alle Jungs, die auf dem Platz stehen und im Kader stehen, geben uns mehr Optionen, richtige Entscheidungen zu treffen. Da schon mal die Frage, wie bereitet man sich auf einen Gegner vor, bei dem man eigentlich nie so recht weiß, welches Personal da wirklich auf dem Platz steht? Das ist ja bei zweiten Mannschaften häufig so, dass da viele Überraschungen dabei sind. Bleibt man da bei sich oder wie macht man das? Das ist so. Wir können uns nicht zu 100% auf irgendwas einlassen, deswegen bleiben wir bei uns. Wir wissen, was wir können. In gewissen Phasen müssen wir unsere Struktur beibehalten, aber sonst gucken wir einfach auf uns. Jetzt nochmal die Frage an dich vielleicht. Du hast auch lange in der zweiten Mannschaft gespielt, Hoffenheim, aber ähnliches, sagen wir mal, zumindest mal ähnliches Thema. Sehr großer Wert auf Nachwuchsarbeit, ziemlich einheitliche Methodik, wenn ich das mal so sagen darf. Was macht so eine zweite Mannschaft für dich aus? Ich glaube, wenn man in der zweiten Mannschaft spielt, wie du schon vorhin gesagt hast, weiß man nie, welches Personal kommt, weil von oben irgendwie immer was runterkommen kann. Das heißt aber auch, dass die Mannschaft irgendwo nicht eingespielt ist oder nicht eingespielt sein kann. Und ich glaube, was halt noch bei einer zweiten Mannschaft der Fall ist, dass man nicht unbedingt so unter Leistungsdruck steht, sage ich mal. Man hat jetzt nicht so diesen Druck, unbedingt gewinnen zu müssen, weil halt irgendwo auch die Entwicklung dann doch noch im Vordergrund steht. Ja, ich denke, das sind so die Punkte. Ja, okay. Wie waren deine Erfahrungen als Zweitmannschaftsspieler hier gegen Offenbach beispielsweise? Nicht so gut. ich glaube, noch nie gegen Offenbach gewonnen. Spiele oder vier Spiele noch nie gegen Offenbach gewonnen, sage ich mal so. Und was war dann, sagen wir mal, vielleicht auch mal aus der anderen Perspektive, aus einer Zweitmannschaftsperspektive heraus, was war dann das Schwierige, gegen so einen Gegner wie Offenbach dann auch zu spielen? Gut, hier habe ich halt leider nur einmal gespielt. Vielleicht die Kulisse so, man war das vielleicht nicht so gewöhnt. Ich meine, Hoffenheim, Diepenhauptstadion, wenn keine Auswärtsfans da sind, dann sind da vielleicht maximal 200 Zuschauer. Und bei einem Spiel haben wir, muss man sagen, vielleicht ein bisschen Pech gehabt. Und ich glaube, das Schwierigste war halt, dass die Männermannschaften halt auch nochmal ein bisschen eine andere Wucht haben so. Und auch wenn man das Spiel irgendwo vielleicht dominiert, am Ende manchmal so bei der zweiten Mannschaft vielleicht auch ein bisschen die Abgezocktheit, die Cleverness irgendwo fehlt. Und okay. Prima, dann erstmal danke. Ja. Du bist auch durch. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz herzliches Dankeschön loswerden an meinen Kollegen in Mainz, Felix Gräfen, der uns wirklich jeden Wunsch erfüllt hat. Also ganz herzliches Dankeschön auch an den FSV Mainz 05. Das muss man sich überlegen. Also wir dürfen jetzt wirklich mit 1500 Fans dort anreisen. Das ist nicht selbstverständlich. Und wir dürfen unseren Videostream so gestalten wie bei Heimspielen. Die haben uns wirklich dort die Reihe durch akkreditiert, alle Möglichkeiten gegeben. Also das haben wir
wir so auswärts noch nicht gehabt. Also ganz, ganz herzliches Dankeschön, lieber Felix, und an den FSV Mainz 05. Und ich denke, jetzt machen wir alle das Beste raus und dann haben wir viel Spaß dann auch in Mainz. Vielen Dank.